Und wir kommen nun zum nächsten Spiel, das da heißt Gutes Reiten, Schlechtes Reiten. Ja, das habt ihr ja schon im Vorfeld aufgezeichnet. Wie sind eure Erinnerungen so daran? Nee, war eine großartige Idee, muss ich sagen. Auch da muss ich sagen, und ich glaube, ich spreche aus Olivers Seele genauso, es war, was man leider im Fernsehen ja nie so sieht, sind die Temperaturen. Ja, ja. Es war sehr, sehr, also das war einer der Tage, wo wir keine Klimaerwärmung hatten. Ja. 2 Grad, nebelig und eine Aufgabe, die es in sich hatte. Und wer das gewinnt? Ach, stimmt, ich glaube, das war doch der Tag, als ich in der Sauna war. Ja, das kann sein. Ja. Auf jeden Fall konnten wir, liebe Zuschauer, den echten Joe Gerner für uns gewinnen. Und wer Joe Gerner kennt, der weiß, das wird fies. Das wird richtig, richtig fies. Wollen die uns echt verarschen? Ich sehe deinen Schmerz, sehe gutes Reiten, schlechtes Reiten, ein Wasserfall, der bald rinnt. Durch Blase und Herz wird beim guten und beim schlechten Reiten der Sieger bestimmt. Hallo, ihr beiden! Das sind 8, das sind. Um mal was klarzustellen, ja? Das, was ihr hier erleiden werdet, das habe ich mir nicht ausgedacht. Also den Hass nicht gegen dich? Nein, absolut nicht. Das wäre auch für Joe Gerner noch zu fies. Okay. Ihr müsst euch bei eurem Kumpel Chris bedanken. Gut, also dann darf ich euch recht herzlich begrüßen bei Gutes Reiten, Schlechtes Reiten. Also, das Ganze steht unter dem Motto Drink and Ride. Also ihr müsst trinken. Also nicht nur ein bisschen trinken, sondern richtig trinken. Toll. Und dann müsst ihr reiten. Irgendwann wird der Teil kommen, wo man sagt, jetzt kann ich nicht mehr reiten. Was passiert dann? Dann sagt derjenige, stopp, aus, ich kann nicht mehr. Pullern. Und dann darf er pullern. Dann darf er da auf das Häuschen und dann ist die Sache gegessen für ihn. Und der andere hat gewonnen. Es geht darum, als ich das Spiel verstehe, wer als erstes pinkelt, hat verloren. Richtig. Okay, alles klar. Ihr fangt jetzt erstmal an mit einem Liter. Das Schöne ist, es ist auch noch nicht so, ist nicht so kalt draußen. Nee, genau. Danke, Chris. Es sieht ja aus wie beim Scheunenfest vom Bauersucht draußen, ist aber -4 Grad aktuell. Aber gut. Ein Liter. Ach, du stehst, ja? Da hat er vielleicht einen Sinn. Alter, ist das kalt. Alter, alleine das ist eine Challenge. Scheiß aufs Reiten. 3 Liter, 2 Grad kaltes Getränk in sich reinprügeln. Ist echt. Gibt's ja diesen Hirnfrost. Wer kriegt denn hier diese Mischung aus Bühlend und Winnetou hier oben? Das ist Baloo. Natürlich. Und Baloo ist für Mario. Bühlend, du bist auf. Alter! Wie hast du mich genannt? Bühlend, du bist auf Mario. Genau umgekehrt. Mario, du bist auf Bühlend. Baloo ist dafür ausgebildet, mit Senioren zu arbeiten und mit gehandicapten Personen. Das also, passt ja bei mir. Na, siehst du. Das ist für Mario genau das Richtige. Jedes Mal, wenn ich reiten musste, jedes Mal. Ich hasse Reiten. Ich hasse es. Ich habe Angst vor Pferden. Ich finde es echt kacke, Pferde. Dafür wurden ja Autos erfunden. Jedes Mal hieß es, das ist ein Kutschpferd, Mario. Das macht nichts. Ja. Ich sitze auf diesem Pferd und das geht ab wie ein Zehner. Und danach die Sätze, hä, kenne ich von dem gar nicht. Und die haben immer so Namen wie Baloo, Biene Maya. Ist nicht nur von außen kalt, ist auch von innen echt kalt. So. Bist du durch, Alter? Ja. Olli ist fertig. Chris ist der Meinung, dass eure Hosen viel zu leger sind für das Reiten und um eure Blase ein bisschen zu motivieren. Ist gut. Beim Reiten, dafür kriegt ihr jetzt enge Reiterhosen. Yes. Ja, endlich! Ich mach schon mal, kann ich schon mit dem zweiten Lieder anfangen? Nein, erst umziehen. Ihr müsst euch beide jetzt erstmal umziehen. Ich würde mich gern umziehen. Vielleicht kommen ja irgendwann noch mal gute Zeiten. Oh Gott. Ja, jetzt sind wir gerade bei den schlechten Zeiten. Also ich
finde, ihr seht wirklich fantastisch aus. Fantastisch machen wir das. Darauf trinken wir doch ein, nicht? Oh, ja. Da freue ich mich. Komm, exen jetzt mal. Oh, ihr müsst aber aufpassen, dass wirklich nur die Luft hochlässt. Hast du gefurzt? Ja. Du hast doch gesagt, nur die Luft. Was soll ich denn? Es drückt von allen Seiten, Leute. Das ist eine Scheiße. So, gut. Alles okay bei dir, Mario? Ja, ich mach das ganz häufig morgens bei 3 Grad minus. Mir 2 Liter reindrücken. Bitteschön. Ah, es geht noch weiter. Ich kann nicht mehr. So, jetzt gehen wir erstmal reiten. Das Geile ist auch, dass die Schuhe, die sind null gefüttert. Null! Die Klamotten sind ausgesucht für Spanien. Ich hab ein bisschen Angst. Was macht eure Blase? Ich mach das Ding hier 4,5 Stunden. Ich hab Mario noch nie laufen gesehen hier. Jetzt wird gemeckert schon, merkst du? Jetzt gibt es. Tja, Jungs, ihr müsst leider noch ein bisschen einhalten. Habt ihr das Intro gehört, wie toll das eingesungen wurde? Ja, war ja vom Profisänger. Ja. Seh deinen Schmerz. Wow, okay, wow, jetzt habe ich selber gehört. Wie gesagt, ihr könnt jetzt noch ein bisschen einhalten. Sie zu Hause können aber eine kleine Pinkelpause machen. Dann kommen wir gleich zur großen Entscheidung. Wer gewinnt? Gutes Reiten, schlechtes Reiten. Und sie können auch was gewinnen. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück zu Der König der Kindsköpfe. Heute im Duell Olli Pocher gegen Mario Barth. Es steht 1:1. Wir sind mitten in Duell Nummer 3. Das haben wir gerade schon gesehen. Wir sind gerade im Duell gutes Reiten, schlechtes Reiten. Wir haben schon gesehen, dass ihr 2,5 Liter bereits getrunken habt. Und ihr werdet richtig durchgerüttelt, weil ihr reiten müsst. Und die Aufgabe ist, wer zuerst pinkelt, hat verloren. So einfach wie genial. Und hier kommt die Auflösung. Wer gewinnt das Spiel? Gutes Reiten, schlechtes Reiten. Das ist ja auch unangenehm, wenn ich da jetzt mit meinem Kilo da auf das Pferd drauf. Du, so schwer bist du doch gar nicht. Du bist 1,65. Was hast du für 1,65? Richtig, und wiegt dabei nur 112 Kilo. Keine Spiele mit Pferde. Und ich krieg hier ein Pferd. Und alles wegen Kristall. Oh, sieht einfach so unfassbar männlich aus. Oh. Ich steig da einfach auf, kann nicht umfallen, das Ding ist fest. Ja, das war doch. Naja, als wenn du ein bisschen Sport machst, weißt du? Achso, verstehe. Der Pocher ist ja außer Fressen und große Fresse ist er ja nichts. Balu, ich mag dich. Balu, ich mag dich wirklich. Wirklich, Balu. Ich esse keinen rheinischen Sauerbraten wegen deinen Kumpels. Der rennt nicht, du hältst ihn fest, notfalls, wenn der rennt. Alter, Alter. Balu, ich bin dein Freund. Immer dran denken, ich bin dein Freund. Hab ich das schon mal in der Kamera gesagt, dass ich Pferdereiten kacke finde? Ich hab ein bisschen Angst, aber geht, wa? Also, Pferde und Blase, Marsch! Mahlzeit. Trüsserchen. Was macht eure Blase? Alles im grünen Bereich noch? Hast du zu kämpfen, Olli? Blase, merke ich schon, gesunden Druck. Ich mach das Ding hier 4,5 Stunden. Sehr gut. Sag mal, ich hab ja die Ochsentour hinter mir auf Tour. Weißt du? Ich hab mich da nicht hochgeschlafen wie der Herr Pocher. Ist ganz oft so, dass ich los bin in Berlin und hatte, weiß ich nicht, Auftritt in Stuttgart und musste eigentlich in Berlin pullern, hab gesagt, ah, schaff ich noch. Und bin dann bis nach Stuttgart gefahren, hab dann den Auftritt gemacht, hab gesagt, da war doch was. So, und jetzt, damit ihr ein bisschen mehr in die Stimmung kommt, stellt euch einen Fluss vor, einen schönen kleinen Bach. Funktioniert nicht bei dir. Wie ist es denn bei dir, Herr Pocher? Ja, also ich merke jetzt schon einen Druck auf der Blase.
Na, Gentlemen, wie sieht's aus? Warum immer nur mein Pferd ist, wenn er dann irgendwie ganz normal hier im Normal geht? Baloo und ich, wir beide sind ja durch Texas geritten. Ich habe hier gerade geguckt auf seiner Fitbit-Uhr, der ist schon durch für die nächsten 2 Tage. Jetzt wird gemeckert schon, merkst du? Jetzt gibt es. Was für ein Alters. Baloo, lass dich bitte nicht provozieren vom Pocher. Das kann er. Leute provozieren, auf die Schwachen rumhauen. Ich habe Mario noch nie laufen gesehen hier. Komm, Baloo. Komm, jetzt machen wir fein. Und jetzt tragen wir mal. Komm her. Komm, Baloo. Der Pocher, der kann nur auf andere rumhaken. Mehr kann der doch nicht. Und Kinder zeugen. Lass es den Pocher nicht. Der wird sich so lange rausreden und sagen, ja, dein Pferd wollte nicht. Komm, Baloo, komm. Jawohl. Jetzt zeigen wir es dem Penner. Komm, Baloo. Jawohl. Na, siehst du, jetzt geht's aber los hier. Ja, jetzt mal so eine halbe Runde. Ne, 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 ne. Bevor er hydriert, hier. Endlich mal Nachschub. Warte. Komm, wir fahren. Komm, du schaffst es. Komm, du schaffst es. Komm, Baloo, das Ding machen wir. Hier, bitte. Ist leer. Ja. Nee, das schaffe ich nicht. Es wären natürlich wunderschöne Bilder, wenn ich jetzt einfach laufen lassen würde. Es drückt jetzt von oben und unten. Ich krieg den halben Liter auch nicht mehr weg. Luis hat alles gegeben, aber alles geben reicht oft leider nicht. Ich verabschiede mich hier. Mario, Glückwunsch. Das war dein Spiel. Leute! Fein haben wir das gemacht. Das war's. Toi, toi, toi. Glückwunsch. Bis später. Aber nur Puller, ne? Käckerchen machst du mal schön zu Hause. Herzlichen Glückwunsch, mein Lieber. So, das Ding haben wir gewonnen. Ich möchte mich vielmals bedanken bei allen. Baloo und ich, wir sind eine Einheit. Vielen Dank, Jan Bühlen, dass er den Spaß mitgemacht hat. Muss ich wirklich sagen. Ist auch schwer, wenn man The Revenant gesehen hat, das so lange in so einem Pferd auszuhalten. Ja, das war unser Spiel. Gutes Reiten, schlechtes Reiten. Der Sieger heißt Mario. Danke. Ja, Prösterchen. Prösterchen. Olli, du warst tapfer. Du hast den 2. gemacht. Wir könnten jetzt noch einen trinken gehen. Nee, danke. Gut, also dann zurück ins Studio zu dir, Chris. Ja. Gutes Reiten, schlechtes Reiten. Danke. Danke. Was für eine Ehre. Vielen Dank, Dr. Joachim oder auch Joe Gerner. Ja, Mario, du hast es für dich entschieden. Das heißt, wir haben einen neuen Punktestand und der sieht so aus. 2-1 für Mario Barth. Ich war ja jetzt nicht dabei. Ich war ja, ich habe es mir so richtig kuschelig warm gemacht. Ja. Hat das einen Kamin in meiner Sauna? Ja, schön, schön. Was war für dich das Schwerste eigentlich? War es die Kälte tatsächlich oder was? Tatsächlich war es wirklich die Kälte. Es war, glaube ich, jetzt ist ja wieder warm draußen, aber da war es echt 2 Grad hatten wir es. Und die Getränke standen halt auch schon zu 2,5 Stunden draußen. Die hatten auch 2 Grad. Ja. Und das 3 Liter auf 2 Grad alleine runterzukriegen, das ist schon eine Challenge. Ja. Man kennt das ja aus dieser Zahnpasta-Werbung, also hat nur so geblitzt in der Fresse, das muss man echt sagen, bis man das Zeug runter hat. Gehirnfrost. Was habt ihr da nochmal genau getrunken? Es war Eistee, aber wirklich Eistee, muss man sagen. Und dann irgendwann haben sie mit dem Kocher es ein bisschen wärmer gemacht, hat aber nichts geholfen. War von 2 auf 4 Grad hochgeschossen. Ja, um 100%. Ich habe ja Glühwein vorgeschlagen, wurde scheinbar nicht übernommen. Ihr musstet ja noch fahren bzw. reiten.